So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Folge von Mad Max. Und wir machen direkt weiter. Wir verlassen jetzt Jeets Festung. Aber wir müssen ins Auto steigen. Ich muss mal kurz die Kopfhörer ein bisschen, weil eben darüber immer alles so laut ist. So. Einsteigen. Alle bitte einsteigen. Ah, das ging ja schnell. Das Sniper-Gewehr Sergeant, ist eine sorry for tödliche disturbing Waffe, you after die the am test. Magnum Opus angebracht I'm ist und confident ermöglicht to es, serve Max our Feinde in der purposes Ferne without auszuschalten. fail. Gut. Ausrüsten halten, 1. Ah, okay, er geht dann da. Okay, gut, Schuss. Better than I thought. Nice balance. Aber das verbraucht Munition. Ich will meine Mission. Die Waffe lässt sich besser steuern als die Schrotflinte. Also vom Aiming her, muss ich ganz ehrlich sagen, ist komplett anders. Besser. Viel besser. Jetzt haben wir aber Munition verbraucht. Okay. Auf geht's. Wo wollen wir jetzt hin? Es gibt, boah, in den ganzen Gebieten ist noch so viel zu erledigen. Oh. Ja, das war ein Schnellreisepunkt. Ja, genau, Schnellreise. Was passiert, wenn ich jetzt R drücke? Ah, okay, dann werden mir die Schnellpunkte angezeigt. Schnauze, Handy. Oh, so. Ja gut, wir fahren erstmal weiter, dann wird mir wahrscheinlich gleich ein grüner Punkt hier angezeigt. Wir sehen uns nur um. Gut. Ja, da ist der grüne Punkt auch schon. Wo wollen wir. Oh, da will immer weiter rein. Ich habe ja hier noch nicht mal alles erledigt. Dann. Das Top-Dock-Lager. Das ist so viel zu erledigen und ich weiß einfach nicht wohin. Dann machen wir eine Schnellreise und bleiben noch mal ein bisschen in diesem Gebiet hier, direkt hier unten. Und erledigen zumindest alle roten Dinger. Ich weiß noch nicht, ob wir das Lager schaffen, aber wir können es ja mal versuchen. Das Lager war hier direkt. Das hat die Stufe 2 vom Schwierigkeitsgrad her. Und hier sind direkt Missionen. Information, sprich mit dem Ödlein, um wertvolle Informationen über die Welt zu erhalten. Gut, dann erstmal hier hin. Da fahren wir dahin. Fahren finde ich immer sicherer. Steig ein! Ja. So. Hat er das jetzt auch markiert? Ja. Wenigstens habe ich hier wieder den Booster. Oh. Upsa. Ja. tut mir leid. The Guardian stands ready to honk and holler. Oh, du blutest ein bisschen stark. Geht's dir gut? Du hattest wertvolle Informationen für mich? Nee, sogar eine Aufgabe für mich. Ja. Ein Bonusschrott von Willenskraft. Tut mir leid. Ja gut, dann war es mit dieser Mission. Fahren wir zu der nächsten hin. Das war nicht geplant. Ich will hier nicht durchfahren. Das sieht gefährlich aus. So war das eigentlich nicht geplant. Rache, weil ihr meinen Informanten getötet habt. Das war nicht ich, das wart ihr. Da steht noch einer, den verprügel ich. Muss ein bisschen, der Mad Max muss Wut rauslassen. Ja, ich komme noch schon. Es steht ja immer noch. Hier.
Jetzt ist er erledigt. Und auf Schrott sammeln. Zwei Teile finde ich gut. Aber den einen konnte ich doch gerade plündern. Wo ist er hin? Da ist er abgehauen. Ah, ne, da. Leiche ist verschwunden. Nur seine Klamotten. Schrobflintenpatrone, sehr gut. Das brauchen wir. Mhm. Alten. Ah. So war das Ganze nicht geplant. Jetzt müsste ich doch zurückfahren. Irgendwie irritiert mich ein bisschen die Map. Gerade. Gerade hat er mir noch gesagt, ich soll in diese Richtung. Jetzt muss ich wieder zurück. Naja. That big thing is similar. Yes, yes, very much so. Many of the wonders one can spy in Gastown. So, hier ist ein Informant. Ich fahre jetzt ein bisschen vorsichtiger, damit ich den nicht auch noch umniete. Ach, ich vergesse immer, dass SDRG springen ist. Ja, ich komme noch schon. Was hast du? Was hast du für mich? You hear about that big boy Gaspar Grope? He don't like explosions none. So one who wanna get at him better deal with his boys and dish out some of that boom boom. Boom boom. Dieses Lager wurde um eine riesige Ölplattform herum errichtet. Es wird von den Top Dogs Gaspar Grope verteidigt. Den Informationen zufolge ist er anfällig für Explosionen. Ja, wer ist das nicht heutzutage? Ich meine, mein Körper ist aus Stahl und hält jede Explosion stand. Zusätzliche Informationen, es gibt einen geheimen Eingang links vom Haupttor. Suche nach einem schmalen Pfad auf halber Höhe. Links vom Haupttor ist der Tank eines Flammenrohres. Belohnung, Informationen im Logbuch gespeichert. Ja. 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 Was ist denn das hier schon wieder? Nutze den Hund in Chums Buggy, um Minenfelder zu finden und zu schärfen. Aha. Hallo. Ich will aber noch nichts entschärfen. Wir wollen einfach rein. Oder vielleicht müssen wir was entschärfen, aber lieber direkt mitten durch die Wand. Nochmal. Hier. So. Also. Weiter geht's. Was? Was? Was ist? Wo? Oh oh. Lord Nitrous shall come to our aid. Saint, use the boost. So, einer schon mal down. Er feuert aber auch gewaltig. Und, oh oh, Lager im Alarmzustand. Fall, Fall, das fällt nicht. So, haben wir einfach den Boost aktiviert. Noch mehr Gegner. Oh, wo ist denn hier noch? Da ist noch einer. Und zack. Mit Fahrzeug ziehen. Natürlich machen wir das. Go, go, go. Wunderbar. Auch die haben wir erledigt. Das Fahrzeug kriegt. Ah, hat noch. Der Alarmzustand steigt nicht mehr. Ah, hier ist das Flammending. Das Tor ist offen, das Feuer ist immer noch aktiv. Ich steig mal kurz aus. Wait here. I will defend her with my life.
Okay, das bringt nichts. Upsala. Ich glaube nicht, dass wir mit dem Auto da durchpüttern können. Oh. Wow. Ja. Ah, guck mal, da kommen wir noch durch. Das sieht zumindest so aus. Bis gleich. Es hat aber auch schon jemand anscheinend versucht, hier durchzugehen und hat dann nicht überlebt. Aber... Jetzt direkt so ein Insignienteil. Oh, die werfen. Bam. Aua. Er geht einfach durch. Boah, was? Der, jetzt hat er so einen Dropkick gemacht. Geil. Oh, ich bin fast tot. Oh, oh. Weil ich gerade so einen scheiß Stein abbekommen habe. Oh nein. Komm, jetzt aber anstrengend. Komm, komm, komm. War das der letzte erstmal? Oh ja, schnell was trinken. Ah! Oh. Glück, 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 Glück. So, trink, 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 trink. Erstmal, das reicht erstmal. Weil vielleicht finden wir ja hier noch Futter oder sowas. Oh, jetzt brennt sie nicht mehr. Ernsthaft? Da oben ist Schrott. Und da bin ich gerade gekommen, richtig? Ja gut, dann können wir nur hier lang. Wieder Sheldon Cooper dreimal treten. Besiege den Top Dog in seinem Lager und reduziere die allgemeine Bedrohung in der Region. Okay. Ah, Wasser. Nice. Geil. So. So, 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 so. Schrott. Nehmen wir immer wieder. Seitdem ich gemerkt habe, das brauchen wir auf jeden Fall vermehrt. Hier ist noch wunderbar. Blute. Oh, Schnauze. Bam. Ja, das Messer will ich aufheben. Können wir immer mal gebrauchen. Ja auch immer so schreien müssen. Können die nicht normal reden? Immer. Okay, das hat sich eher angehört wie so ein kleiner Baby-Raptor, aber. Buster Boys. Die Buster Boys. Was können denn die Buster Boys? Hier. Die jetzt einen Kanister vielleicht mitnehmen sollen? Aua, wow, oi. Haha, kopflos. Und da ist Feuer. Oh, verdammt. Hey. Ich will ihn da ins Feuer reintreten, aber lässt er nicht. Lässt er nicht zu. Gut, da ist noch Schrott. Den nehmen wir mit. Schon wieder kurz meine Leben ziemlich reduziert. Da ist ein Kabel, da müssen wir wohl. Wie komme ich jetzt dahin? Hm?
können wir hier durch? Okay. Wo ich muss lang? Da, wo geht's jetzt lang? Kann ich hier hoch irgendwie? Oder kann ich das mit der Waffe nicht? Nee. Dann nehme ich die Waffe erstmal wieder. Zzz. Gut, wenn ich da durchbretter, bin ich so gut wie tot. Oder wahrscheinlich tot. 95%. Ich will nicht wieder runter. Nachher war ich hier richtig. Komme ich denn hier durch wenigstens? Auch nicht. Halten, fallen lassen. Kann ich jetzt vielleicht durch? Nee. Gut, ich gehe nochmal nach unten. Da waren ja wenigstens Kanister. Vielleicht muss ich die mitnehmen. Dann lasse ich die Waffe hier liegen. Vielleicht muss ich irgendwas aufsprengen, anzünden. Ich weiß es nicht. Zack. Oh. Da springe ich jetzt nicht runter, verliere wahrscheinlich wieder Leben. Kuh fallen lassen. Da konnte man. Guck mal dahin. Konnte ich hier doch vielleicht noch irgendwo lang? Jo. Ah. Ah. Hä? Gut, irgendwo hat es auf jeden Fall aufgehört zu brennen. Nee, doch nicht. Aber was ist das hier? Das, warum ist da so ein Schrottzeichen? Das kann ich vielleicht nachher noch plündern. Ich gehe jetzt noch mal hier hoch. So, hier sind ja auch noch einige Wege. Hoffentlich. Nee, anscheinend nicht. Da sind die Kanister, Munition. Nehmen wir immer gerne. Ja, da brennt es immer noch fleißig. Dann nehme ich jetzt mal die Kanister mit. Oder einen zumindest davon. Und hoffe, dass ich mit dem Kanister jetzt auch die Leiter hochsteigen kann. Aber ich glaube fast nicht. An den Kanister kann man werfen. Ach, guck mal, er kann mit dem Kanister. Der ist ja richtig Multiple-Choice-fähig. Gut. Ich hoffe jetzt nur, dass wir die den richtigen Weg freisprengen werden. Jetzt ist die Frage, springe ich das hier frei? Das hier oder kann ich sogar das komplette Ding in die Luft jagen? Aber ich glaube nicht, eher das Ding. Oder ob ich das da rüberwerfen, macht keinen Sinn. Ich zünde es einfach mal jetzt hier an. Und schnell hier hinstellen. Okay, das hat nicht geklappt. Wäre ja mal möglich gewesen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Warum ist denn das nicht in die Luft geflogen? Scheißding. Das brennt ja jetzt noch doller. Oh, das blendet ja richtig. Tja. Dann probiere ich das mal so. Auch das funktioniert nicht. Gut. Okay, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Und ja, ich hoffe, wir finden dann einen Weg. Also bis gleich.